Hallo Officer, schön, dass du wieder am Start bist. Ja, starten wir mal in eine neue Schicht rein und gucken, was uns so erwartet. Wir waren ja letztes Mal hier unten auf der Suche nach Dealern. Wir haben heute nur Fahrzeugstreifen. Ja, dann würde ich sagen, starten wir doch einfach von hier aus in eine Fahrzeugstreife und ja, gucken mal, was die Nachtschicht bringt. Wir sehen uns im Büro. Da sind wir auch schon. So, einen Verbrecher festnehmen und transportieren ist unsere Aufgabe. Ja, wollen wir mal. Wo steht unser Auto? Da. Notfallunterstützung durch Officer angefordert. Bin unterwegs. Melden. Dann nehmen wir den großen. Licht an. Los geht's. Oh mein Gott. Ich habe hier eine verletzte Person, RTW, erbeten. So, fangen wir damit erstmal an. So, dann gehen wir mal eben an den Kofferraum, holen uns die Pylonen raus, damit wir hier eine Runde absperren können. Einmal. Zweites Mal. So, und dann können die da doch vorbeifahren. Was ist passiert? Können Sie beschreiben, was Sie gesehen haben? Ich habe mich ans Tempolimit gehalten, ganz sicher. Führerschein und Fahrzeugschein, bitte. Ja, Officer, bitteschön. Hey, wir könnten ein Problem haben. Ja, mir ist aber schwindelig. Sie sollten mich zur weiteren Untersuchung lieber begleiten. Können Sie selbst zum Krankenwagen gehen? Klar, ich werde es versuchen. Der Ausweis und die Versicherungskarte stimmen schon mal vom Namen her überein. Beides gültig. Hintergrundprüfung ist auch okay. Alkohol und Ich nehme nur Drogentest. schnell eine Probe, um zu sehen, ob Sie betrunken gefahren sind. Das ist okay. Ich nehme eine Probe, um zu sehen, ob Sie vor der Fahrt Betäubungsmittel genommen haben. Sie sollten mich zur weiteren Untersuchung lieber begleiten. Können Sie selbst zum Krankenwagen gehen? Okay, Klar, das ist ich soweit werde es in versuchen. Ordnung. So, was hat sie Was gesehen? genau haben Sie gesehen? Ich bin mir nicht sicher, Officer. Vielleicht habe ich vergessen zu blinken. Aha. Der gute alte Blinker Zeigen Sie mir war's. Ihren Führerschein und die Fahrzeugversicherung, bitte. Okay, Officer. Bitteschön. So, was haben wir da? Der Ausweis ist abgelaufen. Und wir haben keinerlei Versicherungsdaten. Dann schauen wir mal. Können Sie mich hören? Ich bin immer noch geschockt. Mir geht's aber gut. Der Schock ist größer als der Schmerz. Schaffen Sie es allein zum Rettungswagen? Wir müssen uns So. das näher anschauen. Okay, Doc.
Kein Versicherungsschutz? Das gibt einen Strafzettel wegen des fehlenden Versicherungsschutzes. Ich dachte nicht, dass das so teuer wird. Ja, da kommt noch was dazu. Das gibt einen Strafzettel wegen des abgelaufenen Führerscheins. Macht 75 bis 150 Dollar. So viel Geld habe ich nicht. Ist egal. Das ist dein Problem, nicht meins. Alles klar. Ich nehme nur eine Probe, um zu prüfen, ob Sie unter Alkoholeinfluss gefahren sind. Nein. Dann Drogen. Ich nehme nur eine Probe, um zu prüfen, ob Sie unter Drogeneinfluss gefahren sind. Nein? Okay. Dann machen wir mal ein paar Bilder. Da haben wir nichts. Da haben wir noch was. Ja. Sonst noch ganz sauber, aber ja. Wir haben eine verhaftete Person, die zum nächsten Revier transportiert werden muss. Ist eine Einheit verfügbar? Ich kümmere mich drum. So, das muss diesmal ausreichen. Ansprechen, Unfallbericht hier, geben. Ihr Unfallbericht. Vielen Dank, Officer. Ja, gerne. Und das war's. Sie können jetzt gehen. Schönen Tag noch. So, einmal den Unfallbericht. Alles klar, hier ist Ihr Unfallbericht. Alles klar, danke, Officer. Und tschüss. Alles klar, Sie dürfen jetzt gehen. Fahren Sie vorsichtig. Hier muss ein Fahrzeug abgeschleppt werden. Könnt ihr einen Abschleppwagen an meinen Standort schicken? So. Hopp. Hopp. Die behalten wir mal bei uns. Wer weiß, was noch kommt. So. Für die Unterstützung. Jo, gerne. So, erstmal durchsuchen. Nehmen Sie bitte langsam die Hände hoch, ich werde Sie durchsuchen. Wir wollen ja keine bösen Überraschungen erleben. Gut. Ich werde Sie zum Streifenwagen bringen. Irgendwo haben wir Minuspunkte bekommen. Bitte kooperieren Sie und steigen Sie in den Wagen. So. Wo haben wir denn das nächste Revier? Das wäre hier. Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was Sie sagen, kann vom Gericht gegen Sie verwendet werden. Sie haben das Recht auf einen kompetenten und unabhängigen Rechtsbeistand, den Sie selbst wählen. Sollten Sie sich keinen leisten können, stellt Ihnen das Gericht einen Rechtsbeistand zur Verfügung. Haben Sie Ihre Rechte verstanden? Ah ja, da wird im Fahrzeug werden einem erst die Rechte vorgelesen. Interessant. Dafür haben wir kein Zeitlimit. Dann, ja. Ich habe hier eine verletzte Person, RTW, erbeten.
Patronen haben wir ja noch. Ich komme gleich zu ihm. Handzeichen rückwärts. Okay, dann schauen wir mal. Zurück! Es tut weh, aber es geht schon. Sehr schön. So, dann Pylonen. Ja, ich kann aufstehen. Wieso kann ich hier keine Pylonen bauen? Zack, Nummer 1. Zack, Nummer 2. Und kriegen wir hier auch noch die dritte hin. Sehr schön. So. Dann gucken wir mal, ob wir das gerade noch hinkriegen hier. Handzeichen, Kehrtwende. Machen Sie eine Kehrtwende! So. Nein! Ich wollte doch gar nicht die Pylone aufheben. Da wieder hinsetzen. So. Was ist passiert? Können Sie mir sagen, was Sie gesehen haben? Ich verstehe nicht, was passiert ist, Officer. Ausweis und Fahrzeugpapiere. Zeigen Sie mir bitte Ihren Ausweis und die Fahrzeugversicherung. Klar, bitte sehr, Officer. Okay, was ist passiert? Hören Sie mich? Ich habe Schmerzen, aber nur leichte Glück gehabt. Ausweis okay, ist super. Gültig. Sie müssen zum Krankenwagen, wo wir Sie weiter untersuchen werden. Der Name passt. Können Sie alleine ist gehen? Auch gültig. Ja, es geht. Ich gehe zum Krankenwagen. Okay. So, Alkohol- und Drogentest. In Ordnung. Ich werde nur mal schauen, ob Sie unter Alkoholeinfluss stehen. Nö. Ich muss nur eine Probe nehmen, um zu bestimmen, ob Sie unter dem Einfluss illegaler Substanzen stehen. Und? Nö. Okay. Ja. Dann gucken wir mal weiter. Junge Dame, was ist passiert? Sagen Sie mir, was Sie gesehen haben. Ich bin mir sicher, dass ich geblinkt habe, Officer. Aha. Dann Führerschein Ausweis und Versicherungskarte, bitte. Ja, natürlich, Officer. So, schauen wir mal, was wir da haben. Das Bild passt. Der Name passt. Es ist beides noch gültig. Was sagt die Hintergrundprüfung? Das ist aber nicht die Dame, die wir jetzt haben. Definitiv nicht. So. Alkohol und Drogen. Ich nehme nur schnell eine Probe, um zu sehen, ob Sie betrunken gefahren sind. Alkohol schon mal nicht. Sie werden einen Test machen, um zu sehen, ob Sie unter Drogeneinfluss gefahren sind. Auch nicht. Okay. Mensch, die sind ja aktuell alle brav. Aber die wird trotzdem verhaftet. So, was ist passiert? Erzählen Sie, was Sie gesehen haben. Dieser Fahrer sollte als Unfallverursacher verhaftet werden. Er hat keinen Blinker gesetzt. Aha, okay. Dann ich möchte gerne einen Blick auf Ihren Führerschein und Ihren Fahrzeugschein werfen, bitte. Bitte schön, Officer. So, was haben wir da? Bild passt. Ist gültig. Okay, das passt auch. Was sagt die Hintergrundprüfung? Sieht gut aus. So, eine Runde.
Alkohol und Drogen. Okay, wir schauen nur nach, ob sie unter Alkoholeinfluss stehen. Kein Alkohol. Wie sieht es mit Drogen aus? Ich muss nur eine Probe nehmen, um zu sehen, ob sie unter dem Einfluss illegaler Substanzen stehen. Nein, okay. Ja, dann haben wir das schon mal. Dann eine Runde die Kamera ausrüsten. Dass die bei uns noch reingefahren sind, zählt nicht. Finde ich gut, sonst wäre ich wieder Unfallverursacher. Und müsste mich überall entschuldigen. So. Was haben wir noch? So. Das haben wir. Oh, haben wir noch was? Hier vorne haben wir noch jede Menge. Ah, da. Da. Hier. Das haben wir. Ah, da sind noch Bremsspuren. Eine gestohlene Geldbörse. Ich kann mich nicht um alles kümmern. Gucken wir mal. Vielleicht hat der hier drüben noch was gesehen. Gucken wir mal. Jawohl. Können Sie mir sagen, was Sie gesehen haben? Diese Person ist überraschend abgebogen. Aha. Gut. Ihren Ausweis bitte. Klar. Bitte sehr, Officer. So, was haben wir? Der ist gültig. Hintergrundprüfung. Sagt, er ist gestohlen. Sehr schön. Eine Runde verhaften aufgrund eines gestohlenen Ausweises. Sie führen einen gestohlenen Personalausweis mit. Bitte tun Sie das nicht. Doch, das tue ich. So, dann einmal durchsuchen. Nehmen Sie bitte langsam die Hände hoch, ich werde Sie durchsuchen. So. Samthandschuhe und Make-up. Interessant. Bitte kommen Sie mit mir zum Polizeifahrzeug. So, den setzen wir schon mal rein. So. Jeden weiteren müssen wir jetzt... Passen Sie bitte auf Ihren Kopf auf. Leider einen Wagen rufen. So. Haben wir sonst noch jemand? Wiederzusehen, Officer. Hallo. Zurückgrüßen. Ansprechen. Tatsächlich können wir Ihre gestohlenen Habseligkeiten heute nicht wieder beschaffen. Bitte nehmen Sie Ihren Bericht. Ich hätte nicht viel von Ihnen erwartet. Ja. Ich war ja auch gerade mit anderen Dingen beschäftigt. Sie können jetzt gehen. Schönen Tag noch. So. Vielleicht hat er ja noch was gesehen hier. Jawohl. Sagen Sie mir, was Sie gesehen haben. Diese Person ist ohne Blinker abgebogen. Das ist sehr gefährlich, Officer. Ja, okay. Ich möchte gerne einen Blick auf Ihren Ausweis werfen, bitte. Ja, natürlich, Officer. Oh. Was haben wir da? Einen abgelaufenen Ausweis. Und das nicht zu knapp. Aber wenigstens keinen gefälschten. Dann gibt es dafür nur eine mündliche Verwarnung. Nein. Doch. Da, da. Ich werde keinen Strafzettel ausstellen und es bei einer mündlichen Verwarnung belassen. Ha, vielen Dank, Officer. Ja, gerne. Und alles in Ordnung. Sie können weiterfahren. Auf Wiedersehen. So. Dann. Bekommst du einen Unfallbericht? Okay. Hier ist Ihr Unfallbericht.
Oh, wow. Der ist wirklich ausführlich. Ja. So, wir gucken noch mal rein. Das war die andere Zeugin, oder besser gesagt der Zeuge. Bei dem hatte, glaube ich, alles gestimmt soweit. Wo ist er denn jetzt? Das müsste er sein. Ihre Schicht ist um, Officer. Ja. So, dann eine Runde Wagen abschleppen. Ein Auto muss abgeschleppt werden. Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position. Auf Wiedersehen. Klar, wird in Kürze bei Ihnen eintreffen. So. Da. Ja, bei der stimmte auch alles. Hier, Ihr Unfallbericht. Das ist ein genauer Bericht. Aber nicht weiter. Vielen Dank. Ja, so bin ich. Ich habe einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Schickt bitte einen Abschleppwagen alles an gut. meinen Standort. Einen schönen Tag noch. Ein Abschleppwagen wird so schnell wie möglich bei Ihnen eintreffen. So. Unfallbericht? Alles klar, hier ist Ihr Unfallbericht. Gut und ausführlich dokumentiert. Ja. Danke, Officer. Das wirst du noch bereuen, aber was soll's. Hintergrundprüfung müsste der gefälschte... Nee, der gestohlene Ausweis. Sie sind wegen Besitzes eines gestohlenen Ausweises festgenommen. Sie sind ein lausiger Cop. Ja, gerne doch. So, dann einmal durchsuchen. Ich werde mit der Durchsuchung fortfahren. Bitte kooperieren Sie. Mhm. Okay. So, dann kann die erstmal auf den Bürgersteig gehen. Fahrzeug durchsuchen noch eben schnell. Da haben wir nichts. Was haben wir da? Süßigkeiten. Was finden wir hinten auf der Ladefläche? Nichts. Was haben wir hier vorne? Na? Nichts. Okay. Was haben wir da? Da haben wir auch nichts. Okay, dann kann das Fahrzeug. Hier muss ein Fahrzeug abgeschleppt werden. Könnt ihr einen Abschleppwagen an meinen Standort schicken? Ein Abschleppwagen wird in Kürze bei Ihnen eintreffen, Officer. So. Ich brauche Verstärkung, um eine Person festzunehmen. Verstanden. Ich schicke die nächstgelegene Einheit an Ihren Standort. So. Und dann können wir jetzt hier die Pylonen schon mal mitnehmen. Ich habe gerade bei dir gepackt, Partner. Bin gleich da. Sehr gut. So. Und dann fahren wir mal zurück zum Revier. Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was Sie sagen, kann und wird vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Sie haben das Recht auf einen kompetenten und unabhängigen Rechtsbeistand, den Sie selbst leben. Feierabend machen. Da vorne. So, einmal hier rauffahren. So, dann verhaftete Person begleiten. Zeit für einen Aufenthalt in der Zelle der Polizeidienststelle. Nummer 1. Ich hoffe, dass wir dafür jetzt noch Punkte kriegen. So. Kann ich das hier irgendwie... Nee, okay. Muss ich jetzt erst den reinpacken? Bleiben Sie hier. Zack. Haben wir das erledigt?
Sehr schön, dafür gab es Punkte. Und jetzt schnell zurück zum anderen. Da ist er. So. Ich bringe Sie nun in die Zelle in unserer Polizeidienststelle. Auch nicht schlecht. So. Guck, da ist der Kollege von gerade, kommt Bleiben direkt Sie daneben. Hier. So. Haben wir das. Und dann machen wir jetzt Feierabend. Also, wir haben jede Menge Pluspunkte gesammelt. Wir haben aber auch diese 5 Minuspunkte. Und da bin ich jetzt echt mal gespannt, wofür die sind. Beim Fußgänger. Okay. Also, bei einem Transport dürfen wir die Person nicht mehr durchsuchen. Gut zu wissen. Ja. Das war's für heute. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag und sage, ihr wisst, wie es funktioniert. Bewerten, kommentieren, abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.